So, hallo allerseits und willkommen im Käferkanal. Heute starten wir ein ganz neues Abenteuer mit einer neuen Art, einer dieser Flaggschiffarten aus dem südamerikanischen Dschungelgebiet, nämlich mit einem der allergrößten Käfer der Welt, mit Megasoma Mars. Hier sehen wir ein Paar dieser Art, die richtig groß und schwer werden können. Da sieht man dieses Tier in Originalgröße. Die werden also bis 14 cm lang. Das Tier hier ist wahrscheinlich gerade so. Der ist etwa 12 cm lang. Das Männchen, also ein Prachtexemplar von einem Megasoma Mars. Richtig schön glänzend schwarz sind diese Tiere. Andere Megasoma Acteon sind eher ein bisschen mattschwarz. Hier oben noch das Weibchen. Auch das sehr groß hier. Normalerweise sind Weibchen ja nicht so groß, aber das ist über 8 cm lang. Also auch ein ganz, ganz prächtiges Weibchen von Megasoma Mars. Ja, das Zuchtsetting, das ist eigentlich fast schon wie üblich am Boden unten gepresstes schwarzes erdmäßiges Flexsoil, dann oben ein bisschen lockerer und natürlich für ein so großes Exemplar von Käfer auch eine große Box mit tiefem Substrat eingefüllt hier. Das Substrat ist hier also sicher 20-30 cm tief in dieser Box drin. Das sieht man hier. Ja, die Oberfläche mit ein bisschen Blättern und so. Und dann natürlich eine interessante Oberfläche, ist immer anregend für die Weibchen. Da muss vor allem weißfaules Holz drauf sein. Und so sieht weißfaules Holz dann wirklich aus, wenn sogar noch ein Pilz dran ist. Vielleicht haben die Tiere da auch Freude, wenn sie sehen, dass da wirklich ein weißfauler Pilz da dran wächst. Und natürlich bei diesen großen Arten immer wichtig, dass sie genügend Feuchtigkeit haben, um sich da frisch zu halten. Ich setze jetzt das Weibchen hier hin, das Männchen dort, dann setze ich hier noch eine Mango dazu, vielleicht noch ein Stück hier mit diesem Holz, auch Beetle Jellies natürlich, damit die Tiere wirklich viel zu fressen haben da, denn jetzt geht es ja dann vielleicht auf die Paarung zu und nachher taucht dann das Weibchen ab, um hoffentlich hier möglichst viele Eier abzulegen. Ja, so sieht das aus hier. Das Weibchen noch nicht wahnsinnig aktiv. Das Männchen stolz groß hier wartet das auf dieser Wassermelone. Und ja, wir warten natürlich jetzt auch. Ich mache den Deckel so da oben drauf, dass noch ein bisschen Luftraum dann ist. Also das sieht dann etwa so aus. Ich werde hier eine solche Kiste da mit Löchern versehen, einfach so oben drauf setzen. Das heißt, es gibt dann hier genügend Luftraum und ich kann durch diese Löcher auch ein bisschen Wasser hineinsprühen, dass die Feuchtigkeit hier möglichst hoch gehalten wird. Sie wissen ja vielleicht, dass es jetzt seit 2 Jahren ein Buch gibt über die Zucht von diesen Riesenkäfern, nämlich über Dynastes-Arten und Megasoma-Arten. Hier ist der Acteon abgebildet, aber man hat auch hinten eine Abbildung von Megasoma Mars. Das hier ist das Verbreitungsgebiet der Megasoma-Arten. Sehr schön gemacht hier Südamerika. Da sieht man Megasoma Mars ist hier in diesem ganzen Innenteil des nördlichen Südamerika zu finden. Und das ist dann das Verbreitungsgebiet von Megasoma Acteon. Hier hat es verschiedene Arten, Gias Porioni, dazu gibt es ja auch einen Zuchtbericht hier, oder Megasoma Elephas, Elephas hier, und die Unterart Elephas Sicimai auf dieser Seite hier. Das heißt, das ist sehr schön recherchiert. Das Buch hier ist vor ein paar Jahren erst erschienen. Mal schauen, wo da das Foto ist von Megasoma Mars, wo man dann sieht, wie das da aussieht in diesem Buch drin. Janus, das ist auch Janus. Da, Megasoma Mars. Typisch die beiden etwas nach außen gewinkelten Hörner
auf der Rückenplatte und das, das Kopfhorn hier so hochgeschwungen vorne gabelig. Ja. Da steht bis 14 cm maximal Weibchen, 55 bis 62, das ist also mit 80 mm schon massiv größer als hier angegeben in diesem Buch drin. Larvenentwicklung ist lang, deshalb sind die Tiere selten eigentlich bei uns in Zucht zu finden, weil das dauert bis zu 3 Jahre, bis eine solche Larve sich dann verpuppt und dann auch ein Tier nachher ausschlüpft. Mal schauen, ob Sie so viel Geduld haben, da zuzuschauen, dabei zu bleiben im Käferkanal bei der Zucht von Megasomamas. Danke für die Aufmerksamkeit.